Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Hallo und willkommen von mir, Marco Hagemann und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Marco, ich grüße dich. Das Spiel läuft. Da kriegt er den Ball. Und er schießt. Viel zu weit am Tor vorbei. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Ein langer Ball. Starker Ball. Hält er drauf? Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorne. Was für ein Weltklasse-Treffer! Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und sein Team zahlt den Preis dafür. Er macht den Fehler, der Gegner schaltet nicht ab und der Ball ist im Tor. Das ist die frühe Führung. Rüber, nach rechts. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Ein Griff in die Zauberkiste. Und der kommt durch. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Kurze Ecke. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Häuptling Zauberfuß. Ein Alleingang. Ab auf die linke Seite. Ein sehr guter Lauf. Das war alles andere als eine gute Hereingabe. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Gut aus. Super gehalten. Gute Aktion des Torwarts. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Mit der Stirn. Der geht nicht rein.
Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Flanke. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Guter Ballvortrag. Was wohl als nächstes kommt? Schießt ihn aufs Tor. Zu unkontrolliert. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Und er macht sich den Weg frei. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht mit, erobert den Ball und macht ihn nicht rein. Da hätte er wirklich noch was für sein Torekonto tun können. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. In Richtung Tor. Oh, der ging an den Pfosten. Der wird eine Zeit lang brauchen, bis er wieder runterkommt. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Ja, die Spieler sind ganz anderer Meinung, wie wir sehen, aber der Schiedsrichter bleibt bei seiner Entscheidung. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Ein herrlicher Treffer. Unglaublich. Für die Spannung ist das natürlich klasse. Ab jetzt alles wieder offen in dieser Partie. Mein lieber Schwan, was sieht denn da für ein Ding aus dem Schuh? Bei ruhenden Bällen gibt es kaum einen Spieler, der für so viel Torgefahr sorgt wie er. Wir sind auf Remiskurs. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden. Und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Da geht er durch. Die Chance. Der geht wieder vorbei. Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Und erneut Einwurf. Und ein weiterer Einwurf.
Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Da treibt er den Ball weit vor. Die Kugel kommt in die Mitte. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Das kostet Kraft. Ball vors Tor. Ah, da war der Torwart schon geschlagen. Ja, der war wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die... Das waren die ersten 45 Minuten. 1:1 unentschieden bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Die zweiten 45 Minuten laufen. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Die Schussgelegenheit. Der Ball prallt vom Pfosten ab. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Der Stürmer ist sich nicht zu schade, defensiv mitzuarbeiten, selbst den Ball zu erobern. Aber er belohnt sich nicht in dieser Situation. Mutig, mutig. Sie suchen den Abschluss. Wenn es hier so weitergeht, gibt es eine unterhaltsame zweite Halbzeit. Der Ball geht zum Torhüter. Ob den jemand bekommt? Der Ball kommt durch. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Stark gehalten. Da kannst du eine Schablone drauflegen, wie vorhin. Und wieder klappt's nicht. Gefahr vorerst gebannt. Jetzt aber! Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Er schlägt ihn in die Mitte. Mit dem Kopf zum Ball. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Die Flanke war gut. Die potenziellen Abnehmer standen bereit, aber sie haben ihn nicht reingemacht. Gute Chance und er hatte echt was drauf heute. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie, aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Sah gar nicht so schlicht aus, war aber dann doch kein wirklich so glorreicher Schuss. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht, aber er hat es nicht gut genug gemacht. Und wieder fehlt nicht viel zum Erfolg. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance. Und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Hier ist Pazzini. Er schlägt ihn nach vorne. Mal schön ihn über die Klinge springen lassen.
Hart, aber fair. Sie schlagen ihn nach vorn. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Bozzini. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Er treibt den Ball durch. Gut aufgepasst. Das war notwendig. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Ab in die Spitze. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Wenn man sich so das Spiel anschaut, dann scheint es darauf hinauszulaufen, dass sie häufig über die Flügel kommen. Wenn du diese Verteidigung aufbrechen willst, dann musst du das Spiel breit machen, damit sich die einzelnen Gegenspieler mehr und mehr aus dem Defensivverbund lösen. Und dann entstehen Lücken. Und dann können deine Spieler in genau diese Lücken reinstoßen. Bei dem Konter war eine Menge drin, aber sie haben es versemmelt. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Und die Schusschance. Er bringt ihn flach rein. Einfach mal weggedroschen. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Spielende. So wie es aussieht, geht damit die Serie von 3 Siegen am Stück zu Ende. Ein langer Ball nach vorn. Er rutscht voll rein. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Der kommt weit nach vorn. Er versucht's mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Der Torhüter haut ihn weit raus. Weit nach vorn gespielt. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Ob den jemand bekommt? Das ist die Chance. Er will die Situation nutzen. Er sitzt. Ist das die Entscheidung gewesen? Dicker Schnitzer vom Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Ja, trotz einiger Schwächen in der Defensive kann der Trainer mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Am Ende zählt doch allein das Ergebnis.
Sie sind mit einem Kickstart in diese Partie gegangen und am Ende haben sie auch deswegen den knappen Sieg geschafft. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper.